Lass es geschehen, YouTube, und herzlich willkommen zu meinem ersten Retro-Gameplay. Und das ist Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time von dem Super Nintendo. Und wir wollen gleich anfangen. Zwei Spieler können mitmachen, kann man die Kampagne durchspielen, man kann Versus machen, gegeneinander kämpfen und. Also alles hochspannend in diesem Spiel. Genau darum geht's auch. Die Freiheitsstatue wird geklaut von dem bösen Shredder. Und wir müssen sie natürlich zurückholen, weil wir die Turtles sind. Dann zeige ich euch mal so die ersten zwei Kapitel. Mein Lieblingsspiel früher gewesen. Als kleiner Junge immer gespielt. Mal Abgang. Hier gibt es so einen kleinen Trick, wenn man die einmal schlägt und dann seitlich rangeht, dann kann man die so packen. Klappt nicht immer, aber fast immer. Und wenn man die nämlich so verprügelt, na komm her, Kollege. Hopp. Oh, da wollte er mich gerade schlagen. Habt ihr es gesehen? Der auch. So, dann geht das nämlich hier. Auf die Kugel müssen wir aufpassen. Die wollte ich eigentlich noch gar nicht nehmen. Natürlich kriegen wir die Explosion nicht ab. Super Musik. Also, wo das für den Super Nintendo rauskam, ich glaube, ich habe das jeden Tag gespielt mit meinem Bruder zusammen. Wow! Ach, komm schon. Ich habe heute Blähungen, wenn man das mal so sagen darf. Ich habe zu viel Erbsensuppe gegessen. Ich habe nämlich die letzten 2 Tage dieses Wochenende gelebt wie ein Cowboy. Also wirklich den ganzen, jeden Tag meine Erbsensuppe essen. Das war echt schrecklich. Iketal. Und diese Pizza, die hier unten liegt, die lädt unsere Energie auf. Au, 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 au. So. Weg mit dir. Und jetzt kommt auch schon der erste Endboss. Das ist dieser verrückte Doktor Baxter. Wir warten immer einfach, bis er kommt. Und dann wird geboxt. Und da haben wir ihn schon besiegt. Ah, lecker. Da ist er auch weg. Powerbanger. Oder Coverbanger. Ich weiß immer nie, was die wirklich sagen. Ich habe auch früher nie die. Alicat Blues. Okay, ich habe auch früher nie verstanden, was die gesagt haben mit am Anfang Big Apple 3 AM. Und da habe ich immer was anderes gesagt, wo ich kleiner war. Da war ich auch noch nicht so gut in Englisch. Komm, lass mich los. Da wollte er mir nämlich noch eine geben. Zack und zack. Du bist der Nächste. Ab dafür. Hier kommen jetzt hinten welche runter. Immer so einen kleinen Anlauf nehmen. Ist am besten. Ich weiß gar nicht, wie man die schmeißt. Warte mal. Ah, nee, so nicht. Ich weiß nicht mehr, wie man die wirft. Okay, sowas auf jeden Fall nicht. Au. Ab ins Gully. Okay. Au. Au. Oizi, Patzi und Putzi.
zweit bringt das Spiel natürlich noch viel, viel mehr Spaß. Hier kann ich euch echt auch nur immer empfehlen zu hüpfen bei diesen Robotern. Oh Mann, wie war denn das nochmal mit dem Werfen? Ah, so. Hopp. So war das. Au. Ah, das wollen wir ja nicht. Wir wollen lieber das hier. Wenn zu viele Gegner da sind, dann ist das immer am besten. Jetzt haben wir hier unten diese rote Bombe. Zeige ich euch mal gleich, was man damit machen kann. Da kriegen wir hyperdimensionale Superenergie. Und da haben wir ein Leben dazu bekommen. So, und jetzt kommt auch schon unser erster Boss. Und ich stehe direkt vorhin, dann kriegt er gleich in die Backe. Zack! So, jetzt ballert er hier drüben, da muss man hochhüpfen. Da muss man auch immer aufpassen, der schnellt öfter mal nach hinten. Ich finde das Geräusch geil, wenn du den boxst. So, komm. Natürlich werden die Level Powerbanger. Natürlich werden die Level mit Level weiter viel, viel anspruchsvoller. Wir machen dann irgendwann auch nochmal eine Zeitreise. Nur das war's erstmal für Turtles in Time. Danke fürs Zuschauen, YouTube, und bis zum nächsten Retro-Gameplay. Tschüss.